Guten Abend und herzlich willkommen. Hier ist sie wieder, die Sendung mit der etwas anderen Musik auf Thiel Radio und auf Modul 303. Ihr habt die 529. Ausgabe der Sounds of Syn eingeschaltet. Mein Name ist Steffen Thieme und ich bin heute definitiv nicht alleine im Studio. Unter anderem ist zum Beispiel der Michael wieder da, unser Webmaster. Ich grüße dich. Ja, moin. Hallo. Und damit ist es ja nicht genug, Michael. Wir haben ja noch mehr Studiogäste, die wir nachher auch noch vorstellen. Aber verrate du uns doch mal, was haben wir denn heute Tolles vor? Denn du hast ja auch dafür gesorgt, dass wir diese Sendung heute machen können. Richtig, wir haben zwei Künstler dabei, Hauke Harms und Axel Hermes von Girls Under Glass. Moment. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Das rote Licht. Ja. Tolles Studio heute. Schön, dass ihr da seid. Vor allem auch so kurzfristig. Und wir werden sicherlich eine ganz interessante, gute Stunde verleben, hören ganz viel Musik von euch. Und was hören wir denn hier jetzt gerade, Hauke? Willst du es uns schon verraten oder soll ich es sagen? Jetzt hören wir gerade den 5. Titel meiner neuen CD Kosmische Kiffermusik Volume 1 und der heißt Schwanentanz. Ganz genau, sehr interessant finde ich zum Beispiel, dass es die Volume 1 ist, aber was daraus alles noch entstehen wird, was du vielleicht geplant hast, das erzählst du uns bestimmt später noch. Ja, werde ich tun. Wir hören in einen weiteren Titel rein von dir, nämlich Kosmische Weite. Kosmische Weite aus dem Album Kosmische Kiffermusik Volume 1. Ein sehr interessanter Titel und ein sehr interessanter Musiker dahinter. Hauke, erzähl doch mal erstmal, wer bist du bzw. wer seid ihr denn? Stellt euch doch mal vor, dem geneigten Hörer, der geneigten Hörerin. Also ich bin Hauke Harms. Und mein Name ist Axel Hermes. So also vorstellen hast du gesagt. Aber, ne? Nein, verratet uns doch mal zum Beispiel, wodurch seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, miteinander zu musizieren und wodurch ist es denn gerade auch diese berühmte elektronische Musik geworden? Das ist ja eine meiner Lieblingsfragen immer. Ich glaube, das war ein sehr langer Prozess. Also ich selber bin halt irgendwann, ich habe Hauke kennengelernt, dadurch, dass ich in einer der Nachfolgebands der Ur-Gothic-Band aus Hamburg Calling Dead Red Roses gespielt habe. Und zwar haben sich aus dieser Band zwei Bands rekrutiert. Das ist einmal Girls Under Glass, gegründet von Hauke und von Tom. Lücke. Tom Lücke, genau. Und der ehemalige Sänger von Calling Dead Red Roses, Thorsten Hammann, der ist zu meiner Band gestoßen, die damals hieß Cancer Barrack. Und wie sich das dann in der Szene in Hamburg so ergeben hat, hat man öfter mal Konzerte zusammengespielt und sich dann logischerweise kennengelernt. Um es ein bisschen abzukürzen, irgendwann war ein Bassist nötig bei Girls Under Glass, weil der damalige dann nicht mehr konnte oder wollte oder durfte. Und das weiß ich gar nicht genau, wie das war. Auf jeden Fall war ich dann eher nicht, also nicht mehr durfte. Nicht mehr durfte, gut. Ja. Dann durfte ich. Ja. Und für eine Tour wurde ein Bassist gesucht und dann bin ich halt relativ kurzfristig eingestiegen. Ich kannte die Band natürlich schon, dadurch, dass ich bin auch so als Gast öfter schon da gewesen. Und daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt, die halt eben auch über viele Jahre gehalten hat und noch hält mit den meisten. Und letztlich zur elektronischen Musik ist, Girls Under Glass war ja immer schon auf Basis von Elektronik eigentlich entstanden, die Stücke dort. Dadurch, dann Hauke hat mir damals auf dem Atari das erste Sequencer-Programm gezeigt, Notator war das, glaube ich. Ja. Oder Creator, weiß ich nicht mehr. Egal, auf jeden Fall. Also diese ganze Technik habe ich nie so richtig verstanden, aber ich fand es toll, dass man auf ein Knöpfchen drückt und was wirklich Wahnsinniges passiert. So. Das passiert nicht automatisch. Also. Also ich bin jetzt nicht. Mal sagen. Nein, ich meine damit nur, dass du halt durchaus, wenn du ein bisschen rumprobierst, wirklich wahnsinnige Sachen rausholen kannst aus der Technik. Ja. Und auch als Unbedarfter kann man da am Anfang schon Schritte machen. Ich sag mal, wenn du es dann professionell machen möchtest, solltest du schon ein bisschen was dazulernen. Das ist schon klar. Ja. Das stimmt. Und wie ist es denn bei dir, Hauke, gewesen? Also Girls Under Glass ist ja ein Begriff inzwischen und wir werden sicherlich auch noch, und das ist ja schon in der Planung, den einen oder anderen Titel von Girls Under Glass nachher dann auch nochmal hören, dass man auch sozusagen einen Kontrast zu der Musik von der Harms hat. Aber wie ist denn zum Beispiel dann dieser Sprung zu der Musik von der Harms zu erklären, denn das klingt ja nun doch alles ein bisschen anders. Also eigentlich ist es kein Sprung. Also wenn man sich die
die Songs von Girls Under Glass anhört, da findet man schon Elemente, die jetzt auch mit der Harms hätten auftauchen können. Da gibt es schon Sequenzen und Sounds. Also man hört mich da schon, also auch schon raus. So, das ist schon. Aber es ist halt, sag ich mal, mehr auf die instrumentale Ebene natürlich gehoben, weil bei Girls Under Glass logischerweise ich kann nicht singen. Das ist jetzt deine persönliche Meinung. Obwohl, ich glaube, das können, glaube ich, viele Musiker nicht. Aber auch da sind wir wieder bei der Technik, das muss man ja heutzutage nicht mehr können. Nee, aber ich habe immer schon so ein Faible für die Berliner Schule gehabt. Klaus Schulze und Tangerine Dream oder auch die Düsseldorfer wie Kraftwerk oder La Düsseldorf und auch andere Bands, Cluster auch aus Berlin. Und das hat mich schon immer fasziniert. Das waren auch die Bands, durch die ich inspiriert worden bin, Anfang der 80er selber mit Musikmachen anzufangen. So. Und dann war dann die Idee da auf einmal parallel wahrscheinlich zu Girls Under Glass zu sagen, ach, eigentlich möchtest du auch gerne? Ja, es gab parallel zu Girls Under Glass wollte ich irgendwann ein Soloalbum machen, 93, 94, irgendwann dann so. Bin aber nicht weit gekommen, irgendwas hat gefehlt, dann habe ich mir Volker gegriffen, den Sänger von Girls Under Glass, und dann hat er mir unter die Arme gegriffen und dann haben wir daraus ein neues Projekt gegründet, das hieß dann Trauma. Das klingt auch schon mal sehr interessant. Ist auch sehr schöne Musik. Vergleichbar mit der Harms? In Ansätzen. Dann müssen wir irgendwann nochmal darauf zurückkommen, glaube ich, Michael. Das müssen wir uns mal im Hinterkopf vormerken. Das sehe ich auch so. Also immer mehr Input. Denn ihr wisst ja, oder ihr habt es bestimmt jetzt schon gemerkt, Sounds of Sin ist ja das Forum für elektronische Musik, die man jetzt wirklich nicht auf allen möglichen anderen und schon gar nicht kommerziellen Sendern hört. Ja. Und insofern verbreiten wir das hier sehr, sehr gerne. Was wir auch verbreiten, ist die Information, dass ihr beide ja gemeinsam unter euren Solonamen, hätte ich jetzt fast gesagt, ja auch ein Album veröffentlicht habt. Das hat der Michael auch schon mal vorgestellt im Oktober letzten Jahres. Und das heißt Fingerhut. Was könnt ihr denn dazu erzählen, ihr beiden, bevor wir gleich einen Titel daraus hören? Also wir haben angefangen zusammen elektronische, neben Girls Under Glass Sachen zu machen, als war unser erstes, viel früher. Ich glaube Ende der 80er. So vor etwa 100 Jahren ungefähr. Nein, also Ende der 80er haben wir angefangen zusammen auch Sachen zu machen Richtung Schulze und haben das aber nie ernsthaft verfolgt. Und dann haben wir angefangen, das bisschen mehr so in den 90ern und dann letztendlich... Haben wir das dann irgendwie vor Jahren? Ja, also vielleicht muss man dazu sagen, also aus meiner Sicht ist es so, weil du eben auch fragtest, wie ist Hauke dazu gekommen, neben Girls Under Glass was Eigenes zu machen. Ich kann es von mir selber sagen, ich glaube, bei Hauke ist es so ähnlich. Wenn du in einer Band spielst, es ist immer irgendwie eine Art demokratischer Prozess, mehr oder weniger demokratisch. Und es ist immer ein Zusammenspiel mehrerer Leute und immer irgendwie ein Kompromiss. Ja. Und in mir brodelte schon urlange auch immer schon der Gedanke, ich möchte ein Soloalbum machen. Ich sage immer so scherzhaft, ich bin seit 30 Jahren an meinem Soloalbum dran. Und Hauke hat es dann irgendwann umsetzen wollen mit Trauma. Ist dann auch nicht ganz Soloalbum geworden. Ist dann halt Volker mit dazu gekommen. Mhm. Und jetzt hat das dann endlich vor ein paar Jahren mit Music for Cars, heißt das dein erstes Album? Ne? Genau, richtig. Music for Cars. Das ist das, was nur digital erhältlich ist. Da bin ich ein bisschen neidisch, weil ich habe es noch nicht geschafft. Aber zumindest habe ich es geschafft, mit Hauke zusammen dann endlich mal das auch zu veröffentlichen, was wir auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten eigentlich schon zusammen machen. Ja. Und das ist eigentlich so eine Kombination aus Ego-Trip und Selbsttherapie. Ich finde, das ist eine schöne Charakterisierung. Michael, was hältst du davon, wenn wir uns jetzt einen Titel aus diesem Album anhören, den du ja auch schon vorbereitet hast? Ja, können wir machen. Axel, du möchtest erzählen, was jetzt hier gerade für einen Titel wir eben gehört haben und welcher jetzt immer noch im Hintergrund läuft und welche Story denn quasi dahinter steht. Ja, eine konkrete Story dazu gibt es so nicht. Ja, also der Titel heißt Farbe 23. Und wir haben immer Wert darauf gelegt, nicht unbedingt akademisch an
Songs ranzugehen oder analytisch und zu sagen, wir machen jetzt ein Intro, wir machen ein Mittelteil, eine Bridge und so weiter. Das machen wir bei Girls Under Glass. Also da sind es ganz klare Songstrukturen. Und wir legen sehr viel Wert auf Improvisation. Und es ist jetzt schon so, dass wir halt auch der Song, den haben wir im Wasserwerk aufgenommen, glaube ich. Das war in Billbrook. Ja. Also wir haben uns immer bestimmte Industriegebiete oder ähnliches gesucht, um einfach in so eine Atmosphäre einzutauchen. Wir haben meistens so ein Wochenende genommen. Ich habe so einen 24-Spur-Rekorder damals gehabt. Und wir haben einfach alles angeschlossen. Wir mussten auch irgendwie an Strom kommen. Wir haben so ein Dieselaggregat gehabt draußen, das ist schön weit weg, damit es halt nicht zu laut ist und sowas. Haben ein paar Mikros aufgebaut und haben aber auch mit den Klangräumen, wir haben ja auch Metall-Percussion zum Teil drin, die ist ganz im Hintergrund. Das sind diese großen Hallräume, die man manchmal hört. Und wir haben das aufgebaut und haben dann praktisch ein Wochenende wie andere so ein Wochenende im Grünen machen oder sowas, haben wir das halt gemacht und haben uns einfach zusammengesetzt und einfach angefangen, Mucke zu machen. Dabei ging es nicht darum, einen Song fertig zu machen oder sowas, sondern einfach, was ich vorhin schon sagte, Art Eigentherapie oder was auch immer. Ich kann bei Klaus Schulze fantastisch eintauchen in seine Welten und das aber selber zu kreieren, ist ein ganz toller Prozess. Das macht einfach Spaß. Und ich kann es mir auch noch selber anhören. Ja. So hinterher. Und das ist halt eine ganz tolle Geschichte. Und wir haben dann einfach, wir haben Stunden an Material gesammelt. Und hinterher beim Abmischen ist es dann so, dass wir uns dann schon anhören, was ist davon brauchbar, was nicht. Also da sind auch Pausen drin, manchmal von der Stunde, wo wir nur labern. Ne? Wir haben aber alles komplett mitgeschnitten. Mhm. Und oder wo wir auch sagen, okay, ey, das ist ja nun völlig, da haben wir völlig schief und krumm gespielt, das kannst du so nicht machen und so weiter. Und so haben wir uns hinterher die Sachen dann rausgesucht. Also jedes Stück für sich ist eine Art Improvisation, eher so im Stile der, ich glaube, die Berliner Schule war da, also Klaus Schulze war mehr der improvisierende Musiker, während jetzt Kraftwerk oder so sehr, sehr journalistisch, analytisch, akademisch so produziert haben. Also ich fand der Haukes Gesicht eben echt interessant. Ich glaube, da kam Erinnerung hoch. Ich kann dir gerade leider nicht folgen. Du magst also nicht, du magst nicht drüber sprechen, oder wie? Es gab schon sehr lustige Situationen in dem Wasserwerk. Aber es ist so, das dass ist aber bleibt, das können wir nicht. Alles gut, schneiden wir alles raus. Aber es ist schon so, dass ihr, sag ich mal, Stunde um Stunde wirklich improvisiert habt und dann einfach sozusagen die Essenz euch sozusagen rausgesucht habt und daraus ist dieses Album Fingerhut entstanden. Genau. Also wir hätten auch daraus noch ein zweites Album oder ein drittes machen können. Mit Sicherheit. Was wiederum vielleicht ein bisschen anders geklungen hätte. Aber ich sag mal, die Kerninformation wäre in etwa die gleiche gewesen. Gibt es denn aber Pläne, dass ihr vielleicht genau das irgendwann nochmal machen möchtet in der Zukunft? Also wir haben vor oder haben es schon fertig. Wir haben eine Art, in Anführungsstrichen, Remix-Version gemacht. Sind wir uns noch nicht ganz sicher, wie wir das veröffentlichen, ob wir es veröffentlichen. Da haben wir es einfach ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen tanzbarer oder so gemacht. Einfach noch ein bisschen. Aber die Grundidee war ja, dass wir exakt das verwenden, was wir dort gemacht haben. Und bei diesem Remix haben wir da noch eine Kick drunter gelegt und so ein Kram. Deswegen sind wir uns selbst nicht ganz sicher, wie wir das machen, ob wir das machen und so weiter. Und ich würde sagen, wir machen lieber nochmal neue Sessions, anstatt aus den alten, wo wir haben alles durchgehört und oder fast alles und sind eigentlich sehr happy mit dem Ergebnis. Ja. Also das ist schon ziemlich gut. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich wieder irgendwo eine Session machen, suchen uns wieder keine Ahnung, Planetarium oder irgendwas, wo wir halt irgendwie was machen können. Das klingt gut. Ja. Und dann entsprechend da so eine Session machen und daraus wieder Sachen rausschneiden. Ich finde, das klingt nach einem guten Plan für dieses Jahr. Das würde ich unterstützen wollen. Ja. Wir haben jetzt ganz viel Musik von Hauke bzw. von euch beiden gehört. Das wollen wir natürlich auch weitermachen in dieser Stunde. Ich möchte jetzt aber noch ein paar Jahre zurückgehen und zwar eben zu den schon ganz oft von euch angesprochenen und auch von uns Girls Under Glass. Da gibt es ja unter anderem ein Album, das heißt Crystals and Stones und unter anderem auf dem findet sich ja auch immer mal eine Coverversion. Auf jedem Album findet sich eine Coverversion, im weitesten Sinne, ne? Ich glaube. Auf den meisten zumindest. Auf den meisten. Und damit möchte ich so ein bisschen in den Girls Under Glass Kosmos eintauchen. Und zwar mit der Coverversion von, das haben wir schon im Vorgespräch ganz oft erwähnt. Der Titel heißt Another One of These Days. Und ich glaube, da weiß an und für sich jeder, von wem das Original dazu stammt. Müssen wir das jetzt sagen? Müssen wir nicht. Wir fragen Michael.
Michael, von welcher Band kommt das? Ich sag nichts ohne meinen Anwalt. Ja, du wirst doch wohl wissen, dass das von Pink Floyd ist, Michael, das Original schlechthin. Ja, natürlich. Und wir hören uns jetzt die Version von Girls Under Glass an und im Anschluss gleich einen weiteren Titel. Aber nee, wir fangen erstmal an mit Another One of These Days. Ja, ihr hört weiterhin Sounds of Sun auf Tide Radio Modul 303. Mit Steffen Thieme und Michael Völkel. Ist definitiv eine recht breite und elektronische Palette Musik, die ihr hier hört bei Sounds of Sun. Und Axel und Hauge sind weiterhin bei uns. Und ich habe gerade überlegt, die beiden zu fragen, was denn in diesem Jahr noch die musikalischen Pläne sind. Der Axel hat uns ja schon erzählt, eine Art Remix-Version der Fingerhut-CD ist in der Mache. Aber wie sieht's denn zum Beispiel ansonsten bei Girls Under Glass aus? Denn wir hören ja gerade schon zwei Girls Under Glass-Titel. Uns gleich schließt sich ja noch ein weiterer an. Also es wird ein neues Girls Under Glass Album geben, Veröffentlichung am 2.6. Passend dazu, am 3.6. Spielen wir in Bahnhof Pauli auf der Reeperbahn Live-Konzert zusammen mit No More aus Kiel. Das merken wir uns gleich mal vor, Michael, oder? Ja, dick eintragen im Kalender, sind noch ein paar Plätze da. Und ja, also im Rahmen dieser ganzen Geschichte Girls Under Glass gibt es noch ein paar Singles dazu und Videos und so ein Kram, aber das ist erstmal der Plan bei Girls Under Glass. Und was die Sachen mit Hermes Harms und so weiter betrifft und der Harms und so weiter, da kann Hauke bestimmt was zu sagen. Das denke ich doch. Ja, also die Pläne mit Hermes Harms sind erstmal die Remix-Single oder EP, die wir wohl wahrscheinlich doch machen werden. Ich denke auch. Ich denke, ja. Dann gibt es ein weiteres Projekt, was ich habe mit dem Gitarristen von Slime, Christian Mews. Das Projekt heißt Mews Harms. Da werden wir uns in drei Wochen für eine Woche nach Dänemark zurückziehen und auch schöne experimentelle elektronische Musik machen mit endlos langen Titeln. Und dann gibt es noch ein anderes Projekt, wo ich dieses Jahr auch hoffe, noch ein Album fertig zu kriegen. Das ist allerdings so EBM Industrial mit Gons, dem ersten Sänger von Love Like Blood, falls das ein Begriff ist. Und dann weiterhin natürlich an dem Nachfolgealbum der kosmischen Kiffermusik Volume 1 arbeiten. Verrate uns doch bitte noch, denn die Frage habe ich ja nur noch nicht gestellt, obwohl sie dem Michael wahrscheinlich genauso auf der Seele brennt wie mir. Wie ist dir denn dieser Titel dazu eingefallen? Ja, es ist eine gute Frage. Also diese Musik Berliner Schule wurde ja in den 70ern gerne auch als kosmische Musik bezeichnet. Und irgendwie wollte ich das aber, also kosmische Musik, da gibt's auch genug Sampler, die so heißen. Und da ich auch viele der Titel auch unter Einfluss der einen oder anderen Kräuterzigarette komponiert, gespielt, aufgenommen habe, lag das irgendwie auf der Hand, dass ich das kosmische Musik etwas erweitere, halt mit kosmische Kiffermusik. Und Volume 1 halt, das ist das, also der erste Teil, und das wird sicherlich einen zweiten Teil geben. Wir sind oder sehr vielleicht gespannt. Sogar noch einen dritten. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und freuen uns natürlich über Infos, wenn es da etwas Neues zu vermelden gibt. Ja, und ich glaube, einige würden sich auch freuen, wenn es für den ersten Teil auch eine Sonderedition geben wird. Ja, das muss ich mal mit meiner Plattenfirma mal besprechen, ob das irgendwie möglich wäre. Vielleicht müssten wir auch warten, bis es in Deutschland legalisiert ist. Sollte ja eigentlich schon längst sein, aber so wie wir unsere Politiker kennen, wird das noch eine Zeit dauern. Ja. Haukes Rechtsabteilung ist dran. Ja. Ich muss euch mal alle so ein bisschen zügeln. Wenn ich auf die Uhr gucke, sollten wir jetzt schleunigst einen deutsch gesungenen Titel von Girls Under Glass hören, bevor wir allmählich leider tatsächlich zum Ende der Sendung kommen müssen. Welchen Titel hören wir denn jetzt? Wir hören den Titel Erinnerung und das Album von Girls Under Glass, das heißt Mind Diver. Ja,
Ja, es ist tatsächlich schon fast 19.53 Uhr. Das heißt, wir müssen leider zum Ende der 529. Ausgabe der Sounds of Sünden kommen. Und ich muss mich tatsächlich, auch wenn ich euch viel lieber noch stundenlang zuhören würde, bei euch bedanken, dass ihr, wie gesagt, so kurzfristig da wart. Ja, vielen Dank. Vielen toll. Dank für die Einladung. Ja. Sehr gerne. Toll, was ihr uns alles erzählt habt. Toll, was ihr uns alles für Musik in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten quasi vorbereitet habt für heute. Kann man das ja sagen. Wir kommen dann in 30 Jahren nochmal wieder. Dann haben wir auch ja, wieder ein paar gerne. Sachen. Ja, wir reden ja. gerne drüber. Und wenn es eine Volume 2 gibt, Hauke, ja. oder wenn es vielleicht... was auch immer gibt, ne, den Remix von Hermes Harms. Ihr seid hier sehr gerne gesehen und ja, ich hoffe natürlich, dass euch die Sendung genauso gut gefallen hat wie uns, die wir sie hier gemacht haben und jetzt müssen wir euch erfüllen können und jetzt müssen wir tatsächlich zum Schluss kommen. Ich bedanke mich einmal mehr, dass ihr da wart. Hoffe, wir sehen uns wieder. Das hoffen wir auch. Jo. Und freue mich darauf, neue Musik von euch zu hören und zum Abschluss Ausklang, der logischerweise Schlusstitel, Hauke, von deinem aktuellen Soloalbum. Sag uns Richtig. Noch einmal den Titel, der ist so schön. Der heißt Ausklang. Ach, du meinst, das Album dazu. Das Album heißt Kosmische Kiffermusik Volume 1. Viel Spaß damit und wir hören uns wieder. Achso, ganz wichtig, die nächste Sendung, Sounds of Sünden, hört ihr heute in 14 Tagen, am 20. Februar, wieder um 19 Uhr, wieder live auf Tide Radio und auf Modul 303. Und wenn ihr nicht so lange warten möchtet, bis ihr wieder etwas andere Musik hören könnt, schaltet ihr nächsten Montag am 13.02. um 19 Uhr auf Modul 303 ein und hört Sounds of Sünden Musik nonstop. Steffen Thieme verabschiedet sich und sagt Tschüss bis zum nächsten Mal. Michael Völkel auch, bis dann und Tschüss. Tschüss. Tschüss.